Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu My Time in Porsche. Ja, die letzte Aufnahmesession ist super lange her, also bestimmt so eine Stunde. Richtig gut gelaufen. Grumpy, hi. Interagieren. Streicheln. Oh, Alter. Warum denn? Interagieren. Streicheln. Okay, prinzipiell. Ich habe ein paar Sachen nachgelesen jetzt tatsächlich. Es hebt ein bisschen die Laune, wenn wir Grumpy streicheln, beziehungsweise es hebt die Loyalität so rum. Die Loyalität ist hauptsächlich dafür da, dass einen das Vieh beim Reiten nicht abwirft. So war es zumindest mal gedacht, das ist aber wohl noch nicht implementiert. Also prinzipiell können wir uns das Streicheln sparen. Ich mache es jetzt trotzdem einmal am Tag, weil zumindest das erste Streicheln sich auf die Loyalität auswirkt, die anderen beiden Male nicht. Also von daher können wir uns die anderen beiden Male auch total schenken. Ich weiß, wo wir das Gesteinszeug kriegen. Ich war einfach in der falschen Ecke, aber ich weiß, wo wir es herkriegen. Und die Aufnahmen, also diese Videotapes. Komm ins Büro der Porsche Times, sobald du kannst. Okay. Ja, hat Zeit. Die Videotapes, die können wir irgendwann auf dem Fernseher gucken. Wenn wir denn tatsächlich mal irgendwann einen haben sollten. Den können wir, glaube ich, beim mysteriösen Mann kaufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, das können wir eigentlich alles. Moment, das muss eigentlich in die Anbaukiste, ne? Sehen. So, die Chilis können da mal rüber. Bringt mir da was? Weiß ich halt nicht. Achso, Moment, ich war da schon richtig. Haben wir irgendwas, was Crit-Chance macht? Nee, ne? Also wenn, können wir den eh nur hierfür einsetzen. Angriff plus 6, ich weiß halt nicht, ob das viel ist oder nicht. Ich weiß halt nicht, ob dafür 10% Crit-Chance besser ist. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich habe trotzdem gerade nicht so richtig Bock drauf. Wir klemmen uns mal Grumpy unter den Arm, geben auf jeden Fall mal unsere beiden Gummiriemen ab. Echt jetzt. So, wer kommt denn da? Hello. Okay, cool. So viel dazu. Dann gehen wir mal hier hin. Und müssen wir mit dem Aufzug hochfahren und können da oben Steine klopfen. Das ist der Deal. Ich überlege tatsächlich, ob ich die Kettensäge wieder verkaufe. Oder ob die noch irgendwann besser wird. Ich glaube, ich packe sie erstmal an die Seite. Aber die knapp 6000 Golds waren jetzt auf jeden Fall mal rausgeschmissenes Geld. Das war so richtig. So, packen wir die Spitzhacke aus. Klopfen wir Steine. Ah, das ist das. Ah, das ist auch Vulkangestein, aber auch der andere Kram, den ich suche. Nice. So, und Grumpy machen wir tatsächlich glücklich durch richtiges Essen. Also durch richtiges Futter. Nicht indem wir vernünftig essen. Und zwar mit Kumin und Kopfsalat, was ich irgendwie beides im Moment nicht einsehe. Von daher bleibt Grumpy halt grumpfig. Hat tatsächlich auch, also zumindest im Wiki, stand jetzt keine positive oder negative Auswirkung auf den Mood, also auf die Stimmung vom Tier. Von daher. Das Lama ist übrigens im Vergleich zu den Pferden gar nicht so schlecht. Also es gibt ein Pferd, was besser ist. Man kann sich aber wohl mit der anderen Fallenbox noch das große Lama holen. Also das Baumwoll-Lama, das große Weiße. Und das ist tatsächlich der beste Mount, den es gibt.
Also zumindest von den Tieren. Es gibt wohl irgendwie zum Ende der Storyline noch irgendeinen mechanischen Mount. Frag mich nicht was. Wahrscheinlich können wir uns dann ein Fahrrad craften. Nee, keine Ahnung. Also das gäbe es dann auf jeden Fall noch, aber das ist wohl ein bisschen langsamer und folgt einem auch nicht. Zwangsläufig, ist ja mechanisch. Braucht dafür auch überhaupt keine Maintenance. Also müsste man sich da mal überlegen, aber... Seltsam, dass ich für diesen Gesteinskram Bäume anbauen kann. Genauso, dass es einen Salpeterbaum gibt. Ist halt super seltsam, aber ich wundere mich hier ja nicht mehr über viel. Ach komm schon. Alles platt, ne? Also uns hetzt ja keiner. Ist mal eine Überlegung wert, ob wir vielleicht einen zweiten Mixer bauen wollen. Damit wir solche Sachen einfach mal in Zukunft schneller machen können. Wenn das dann noch lohnt. Weiß ich halt nicht. Also, dass wir halt nicht alles in einem Mixer machen, sondern halt einfach parallel Betrieb machen können. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wie viel Geld haben wir aktuell? Okay. Recht nicht ganz, aber trotzdem gar nicht so verkehrt. Wir können, glaube ich, relativ bald den Hausausbau angehen. Also die neuen wie auch immer das heißt. Also das gehärtete Glas. Was habe ich denn hier? Ich habe doch hier nicht gehärtet aufgeschrieben. Was steht denn hier? Ich habe gestelltes Glas aufgeschrieben. Heißt das gestellte? Nein, das heißt gehärtet. Warum habe ich gestellt aufgeschrieben? Okay, aber auf jeden Fall die neuen gehärteten Glas haben wir. Die Aluplatten weiß ich gerade nicht. Eisenholzdielen müsste auch noch. Also Eisenholzdielen müsste eigentlich passen. So, das war's mit Steinen, ne? Ah ne, hier sind noch welche. Oh, ganzer Batzen. Du parkst auf dem Stein, den ich abbaue. Richtig viel Vulkangestein mitgenommen. Das ist ganz nice eigentlich so. Das reicht jetzt aber mal. Wir hauen mal ab. Hui! Haltestelle ist hier. Was geht denn da ab? Ach so, wir sollten ja da. Ja, okay. Ja, okay. Machen wir mal. Wenn May unbedingt möchte, dass wir vorbeikommen, meinetwegen. You made it. I have fantastic news. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. You know how I was sent here by the Atara Times, and they said all that crummy stuff about how Portia will always be a boring town and blah blah blah. Well, I just got a letter from them, and they're totally eating their words. Here, read it. Es könnte mir nichts egaler sein. Liebe May, wie es aussieht, schulden wir dir eine Entschuldigung. Als wir dich fortgeschickt haben, hätten wir nie gedacht, dass du die Portia Times zu einer so erfolgreichen Zeitung machen würdest. Wir haben Erwas neuesten Bericht erhalten. Letzten Monat hast du mit dem Portia Times mehr Leser als irgendein anderer unserer Partner in den freien Städten erreicht. Da fehlt das Wort erreicht, oder? Ach nee, nicht hast, sondern... Hattest du mehr Leser als irgendein anderer Partner? Okay, wir hätten nie gedacht, dass das möglich wäre. Wir möchten dich dazu einladen als Leitartiklerin. Leitartiklerin ist kein Wort. Leitartiklerin ist kein Wort. Aber sie möchten, dass sie zu den Atara Times zurückkehrt. Bla bla bla. Isn't this amazing? I don't know. This has all happened so fast.
I wonder what I should do. Being a lead writer at the Atara Times is all I've ever wanted. Still, after all this great work that we've done together and all the friends I've made here... Hätte man Lead Writer in Bezug auf eine Zeitung nicht einfach mit Chefredakteurin übersetzen können? Statt Leitartiklerin? Alter. Oh, I just don't know what to do. I need some time to figure it out. Ja, bitte, wenn du drüber nachgedacht hast, ruf mich nicht an. Hey, over here. Hey, Builder. Yeah, I was outside the whole time. I heard what May said. The Porsche Times need her. No, no. I think Porsche needs her. We gotta make her realize this is where she belongs. Those jokers at Atara don't care about her like we do. They just want a profit. Look, she gave you that photo album to collect your photos in, yeah? Well, how about you craft one for her? Oh, bitte nicht. Fill it with photos of all the things she's gonna miss about Porsche if she leaves. If she's... Here, take a photo of me first. Cause she'll definitely miss me. Hauptsache, wir machen, müssen jetzt halt noch 18 Fotos machen oder so. Das geht eigentlich sogar. Eigentlich müssen wir nur noch die Tafelrunde und Tor zum zerfallenen Ödland. Das geht. Ich hoffe, das ist alles. Moment, also kann auch sein, dass die Liste da weitergeht. Nee, ist tatsächlich alles, okay. Wow, wir kriegen 20 Milch dafür und Seegras. Warum auch immer. Aber okay, Fassade der Tafelrunde können wir relativ easy machen. Bevor wir das machen... Okay, das müssen wir mal nach Hause zurück. Müssen auf jeden Fall mal den Mixer anwerfen. So, du machst mal bitte erstmal 6 Zement. Danke. Das geht relativ zügig. Nee, geht's nicht. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, es braucht 1,5 Stunden pro, nicht insgesamt. Okay, machen wir mal kurz 2 Schleifklingen. Die sind vermutlich hier. Hier. Läuft. Gott, wir brauchen mehr Carbonstahl. Habe ich das schon erwähnt? Mach doch mal 25 Carbonstahl, bitte. Und, mach doch mal 25 Carbonstahl, bitte. Und mach mal Holzkohle. Mach doch mal Holzkohle. Das finde ich ganz okay. So, können wir dann... Okay, das Ding ist in 45 Minuten fertig. Cool. Okay, wir haben eine Montageanleitung für ein großes Aquarium. Wir haben aber auch schon eins, das ist okay. Got it, got it, got it, got it. Da kommen wir mit 6 dann nicht hin, dann haben wir nämlich nur 10 insgesamt. Das heißt, wir müssten dann gleich am besten mit dem anderen noch 5 Stück machen, wenn wir das können, wenn das Ding gleich fertig ist. Der Greifarm, verstehst du? Der Greifarm! Okay, 17 Minuten, ja, das warte ich jetzt ab. Derzeit könnte ich vielleicht mal die Kettensäge wegtun. Ausrüstung. Zack, Ausrüstung. Wow, Ausrüstung 2 ist voll.
RIP. Okay, dann packen wir das jetzt nicht alles weg, okay. Das Ding ist fertig. Dann. Das kann ich mal vor den Schneemann. Da stört das nicht so. So, mach mal bitte 5. Benzin abgebraucht. Mach mal bitte 5 Zement. Mehr geht auch nicht. Dann ist das Harz alle. Und dann bin ich schon wieder so wenig Harz. Scheiß doch nur am Harzen, Alter. Nicht irgendwie gefühlt 3 Tonnen Bäume gefällt, dass wir da nicht massig Harz bekommen haben. Was wir brauchen jetzt nicht so dringend, aber ich fände es vielleicht nicht okay, nicht verkehrt, ein bisschen was auf Reserve zu haben. So, dann müssen wir noch Foto machen vom Tor zum zerfallenen Ödland und von der Tafelrunde. Wahrscheinlich am schnellsten, wenn wir da runterfallen. Genau, das ist richtig super gelaufen. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Hier, ne? Alright, nice. Dann, wer will das jetzt haben? Und du parkst da draußen vor der Tür, okay. Das geht. Ah, May, hi. Huh? What's this? It's a photo album, filled with pictures of things I think you're going to miss about Portia. Oh, that's so lovely of you. Here, let's flick through together. Oh, bitte nicht, ich habe die Fotos gemacht, ich kenne die. Of course, the first photo is of Irwa, looking good. He's been such a good teacher for me, and I still have so much to learn from him. Oh, my baby, the Portia Times office. It's gone through a real transformation, huh? Oh, the round table. They serve my favorite ice cream there. The stuff they have in Atara doesn't even come close. Huh, why did you put the collapsed wasteland in here? That place is so full of mysteries and stories just waiting to be found. Oh, that must be why you included it. The printing press. I wouldn't have this thing if it wasn't for you. And on the last page, a photo of me and you. Daddy, lauf nicht weg. Selbst mein Lama weiß, dass das unser Daddy ist. What am I doing? I can't leave Portia. All of our hard work, all of my friends, it's all here. Those guys at Atara never cared about me like the people here do. Thank you for helping me realize my true home is here, in Portia. You're a true friend, and I'm lucky to have you. Ich freue mich so ungemein. Ganz toll, dass wir das geschafft haben. Hey, das Zeug wächst endlich weiter. Holy smokes. Ah, Mist, ich wollte in der... Wobei, jetzt müssen wir die Bäume eh nicht mehr pflanzen, ist auch egal. Okay, das dauert alles noch. Ja, haben wir morgen früh fertig. Aber dann können wir morgen früh den Kran machen. Das ist auch okay. Ja, wo ist denn mal die Steinekiste? Hier. Du gehst da mal rüber. Achso, hätte ich einfach den Sortieren-Button nehmen können. Auch cool. Sortieren wir doch mal alles weg. Wo ist die Naturkiste? Dann geht das Harz mal rüber.
Museum hat jetzt nicht mehr offen, ne? Ah, nee, 21 Uhr, Alter. Auf kein... Wo ist denn der Hammer eigentlich? Warum ist denn der da? What? Okay, keine Ahnung. Whatever, dude. Whatever. Ja, eigentlich laufen die auch durch, ne? Also die sind halt gar nicht so das Problem. Whatever. So, wie sieht's hier aus? Wollt ihr nicht nochmal ein paar Barren machen? Wir haben ja jetzt inzwischen auch wieder Energiesteine und müssen uns nicht so die Sorgen machen. Mach doch mal so 15. Das finde ich okay. Du kannst ruhig mal so 20 davon machen. 20. Oh, da können wir direkt noch einen Energiestein nachschieben. Das warst du doch gleich. Ach, das Recycling-Ding. Ja, okay. Wo ich das habe, weiß ich auch noch nicht. So. Okay. Wir werden uns noch einen Auftrag bei der Handelsgilde abholen können, ne? Naja, auch egal. Passt schon. Ach nee, das war alles Zement, deswegen habe ich gesagt, machen wir nicht. So rum war es. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit dem Glas aus? Das müsste bei Platten mit dabei sein. 10 Stück, wir brauchen nur 9. Läuft, die tue ich schon mal alle in mein Inventar. Aluplatten und Eisenholzdielen. Oh, wir brauchen Eisenholzdielen auf jeden Fall. Und Aluplatten. 6 Aluplatten, 2 Eisenholzdielen. Idealerweise mehr. Aluplatten machen wir. Achso, Benzin aufgebraucht. Das ist ja bedauerlich. Dann Eisenholzdielen. Machst du mal 5. Warum brauchen wir Schleim für Eisenholzdielen? Ich reihe das nicht, aber okay. Und du machst mal 5. So, dann haben wir 16 Aluplatten. Das reicht immer noch nicht. Brauchen wir immer noch 2. Aber hier sind auch noch 6 in der Mache. Was könnt ihr so? Nichts. Das ist sehr großartig. Dann macht doch auch nichts. Das ist total okay. Räumen wir nochmal die Scheiße von Grumpy weg. Das können wir auch alles morgen daraus pflücken. Ich gebe hin.